Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück hier zu den Chroniken von Hohenstein. Und ja, es geht wieder weiter und wir sind hier immer noch in dem kleinen Ort Bergstetten mit dem lieben Cedric und mit der lieben Annie. Und der Cedric, der hat hier für die Dorfbewohner ein ganz besonderes Geschenk gecraftet, nämlich das Banner aus Hohenstein. Ja. Gut, ich würde sagen, wir hängen das am besten da vorne bei dem Stamm mit dran. Moment, machen wir mal die Blume weg und stellen die mal so ein bisschen weiter hinter. So. Und dann am besten, genau. Wunderbar. Super. Jo. Das ist doch schön, da werden sie sich freuen. Ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns mal hoch. Zu dem Magier. Vielleicht kann man ja mit dem reden. Ich habe das eben schon gesagt, aber vielleicht ist es ja so. Ja, vielleicht ist es ja so. So, mal gucken. Wo geht denn der Weg hier? Da drüben. Da drüben. Ja. Da drüben, okay. Hier ist ein Schild. Aha. Frau Angela. Vitrus. Anscheinend scheint das die Echse zu sein, aber haben die nicht von einem Magier gesprochen? Vielleicht ist das ihr Mann? Ja, das kann auch sein. Oder vielleicht hat sie einen Dorfwohner verzaubert, denn die irgendwie... Oder die Dorfbewohner sind sich wahrscheinlich nicht sicher, ob es Mann oder Frau ist. Ich würde sagen, das kann man nur... herausfinden, wenn man mal einen Besuch abstatten. Genau. Also ich würde mal sagen. Also ich zück schon mal mein Schwert, Das könnte ich auch heiß hergehen. Aber nicht gleich wahrscheinlich den Magier, aber bitte nicht gleich den Magier angreifen. Ja. Wir müssen es ja nicht gleich übertreiben. Wir müssen ihn erstmal befragen. Genau, vielleicht ist er ja ganz nett und gibt uns erstmal die Antwort. Hallo, hier geht's nicht raus. Oh. Ich entferne das mal. Ups. Oh, wo ist denn die Echse? Der Magier. Oh, scheint nicht zu Hause zu sein, wa? Eventuell? Ja. Brauchst dann das auch nix? Bücher. Ein Trankbar, ja. Gucken, vielleicht ist die ja hier irgendwo in der Umgebung. Mal gucken. Der Knopf hier macht nix. Ja, der war bestimmt für die Eisenplatte. Okay. Also müssen wir uns mal wieder nach unten begeben und gucken, ob der Magier oder die Magierin in der Nähe ist. Ja. Ich hau mal hier rum. Scheint aber nicht so zu sein. Also ich sehe es zumindest jetzt hier keinen. Komisch. Hat er vielleicht irgendwie mitbekommen, dass wir auf dem Weg sind? Ich meine, ich habe vielleicht hat er das in seiner Zauberkugel gesehen oder ja, sie. Ja, das kann auch sein. Hat er sich vielleicht hat er sich unsichtbar gemacht? Ja, und er hört uns wahrscheinlich die ganze Zeit. Das kann gut möglich sein. Vielleicht hat er sich auch unsichtbar gemacht und auf dem Weg nach Hohenstein gemacht und wahrscheinlich die ganze Zeit gefolgt, wer weiß. Da müssen wir aber schnell wieder nachgucken. Oje. Vielleicht hat er das auch als Ablenkungsmanöver. Ja. Und hat dann sich hier unten ins Dorf gemacht. Ja. Wir fragen mal am besten hier jemanden. Vielleicht kann ja uns jemand weiterhelfen. Ich guck mal. Ist mal hier im Dorf hinten rum. Hier ist aber niemand. Boah, hier ist ja ein Loch. Scheint aber niemand zu sein. Okay. Ich frag mal. Du, weißt du, wo dieser Magier oder Magierin hin ist? Nein? Du vielleicht? Hallo? Will nicht mit uns sprechen. Sieht schlecht aus. Darum wussten wahrscheinlich auch viele nicht, wo ja, da ist.
Das ist komisch. Komisch, vielleicht sind... Vielleicht ist er ja nur nachtaktiv und versteckt sich am Tag irgendwo. Ja. Das kann auch sein. Dann warten wir am besten mal, bis Nacht ist. Und, ja, weiß nicht, was wollen wir jetzt den Tag über machen? Es wird ja gleich Nacht. Ja. Vielleicht können wir... Ich kann ja mal kurz hier... Hast du hier eine Werkbank oder so reingestellt? In der Schmiede habe ich einen, die ist neben der Kirche. Ja, ich dachte hier vielleicht, dass wir uns unsere, ja, unser kleines Häuschen hier was mal quasi... Hier ist auch eine Werkbank hier. Ja. Genau, dann leihen wir uns am besten mal die Werkbank aus. Oder so. Und stellen die uns mal in unser... Ja, ich hab's aufgesammelt, ja. Und stellen die uns am besten mal rein. Und ich gehe mal Stein sammeln. Dann können wir uns auch... Na, hier sind auch einige Höhlen in der Umgebung des Dorfes. Denkst du, da hat sich da irgendwo... Na, könnte ja sein. ...in so eine Höhle rein? Könnte sein, aber wissen wir nicht. Der wird bestimmt nicht freiwillig aus der Höhle rufen. Ich habe da jetzt keine Lust, irgendwie reinzugehen. Es wird eh schon Nacht. So, dann mache ich mal uns hier den Ofen. Stelle ich uns mal hier hin. Gut. Dann würde ich sagen. Wollen wir nicht erstmal nachgucken? Draußen? Draußen? Ob der sich zeigt? Nee, ich würde sagen, wir schlafen erstmal. Na, wenn er nachtaktiv ist? Ja, kann sein. Ja, ich leg mich erstmal trotzdem schlafen. Ich bin schon müde von der ganzen Sucherei. So, da haben wir ausgeschlafen. Genau. Jo. So, gut. Hoffen wir, dass wir es finden. Vielleicht ist er ja jetzt da. Ich mach mich mal auf den Weg nach da oben. Man kann ja noch mal gucken. Wenn sie nicht da ist, dann müssen wir mal eine Nacht abwarten. Vielleicht ist er dann doch ein bisschen nacktaktiv. Ach, hier ist ja der Weg. Ah ja. Hier ist der Weg, okay. Geht so ein bisschen verschnörkelt hier lang. Ja. Sieht man nicht gleich. Wer weiß, vielleicht ist der Weg auch hergezaubert. Und der Turm ist nicht mal selbst von der Hexe erbaut, sondern... Er wurde erbaut von finsteren Gestalten. Treppen bauen können die Hexen anscheinend nicht. Nee. Nee. Das steht schon mal fest. Rein. Ich höre sie schon. Ja, ihr hört die schon? Ah, oh, da steht sie! Oh! Oh, oh, oh je, oh je! Die ist gleich vor mir hier! Die zückt schon ihren Drachen. Oh nein! Oh nein, sie hat mich vergiftet! Mich auch! Oh! Runter hier raus! Schnell! Nein! Hilfe! Nein! Oh, Cedric! Ich bin getötet worden! Oh nein! Cedric! Oh nein! Ich sammle jetzt alle Sachen von Cedric. Das ist gut. Da hast du sie wenigstens. Ali ist auch gestorben. Nein. Ich lebe. Du lebst. Oh. Ich lebe auch. Ich schnell. Lebe auch. Oh, Cedric, eigentlich. Hast du alle Sachen, Anni? Ja, ich müsste alles haben. Weil ich hatte mein... Oben noch drin. Mein ganzes Inventar weiß, voll gehabt. Hast du mein Schwert, Anni? Ich gucke mal. Ja, alles da. Sehr gut, das reicht erstmal. Ah ja, ist noch ein bisschen mehr. Ist die noch hier oben? Ich glaube, ich habe die getötet in Panik. Ja, ich wollte eigentlich auch nochmal einen Hit mitgeben. Ist die weg? Die ist weg auf jeden Fall, ja. Okay. Gut, aber ich glaube, wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass sie jetzt, nur weil Anni sie getötet hat, dass sie weg ist. Du weißt ja, Hexen finden immer ein Mittel, das um stimmt. Zurückzukehren. So, Anni, am besten müssen wir kurz mal ein bisschen was sortieren. Ja. Besten hier so. Oh mein Gott. So.
Dann sag an, was die Wolle hast du gehabt? Besten musst du Enrico mal ein Stück weggehen. Die Hähnchen. Genau. Die Uhr. Ja. Das Glas. Gut, ich würde sagen, die Blumen. Ja, die Glasflasche, die war von der. Ich habe eine Eisenfalltür hier. Na, die habe ich nicht gehabt. Die ist von oben. Hallo. Aber es hat auf jeden Fall noch viel mehr. Ja, sag an. Also, Eisen und das. Eisenschaufel. Ja. Komm zu mir. Ein Helm. Ein Helm, das stimmt, den fällt auch noch. Komm zu mir. Heute Nacht. Was? Heute Nacht. Was ist das? Keine Ahnung. Mir fehlt noch eine Spitzhacke. Spitzhacke. Geworden, Leute. Oh, mein Kopf brummt. Sonst noch was? Ich hab auch schon wieder Hunger. Die Federn. Federn, genau. Habt ihr das eben auch Blumen? Gehört? Ja. Habt ihr das eben auch gehört? Oh. Ein paar Tulpen hatte ich noch. Ob das die Hexe war, Leute? Was meint ihr? Das könnte der Fluch gewesen sein, weil wir sie getötet haben. Ja, die hat irgendwas... Bruchstein? Genau, ein Stack und 11 waren das. Genau. Die hat irgendwas... Mehr? Ich glaube, mehr war es auch nicht. Nee, mehr war es nicht. Dankeschön. Bitteschön. Die hat irgendwas geflüstert von, glaube ich, kommt zu mir heute Nacht oder so irgendwas mit den Auserwählten. Oh, war ja du. Darauf du sollten wir uns. Auserwählte, wa? Weiß ich nicht, ob ich der Auserwählte bin. Ich glaube schon, weil du hast dieses Dorf hier als Erster mitgesehen. Ja. Kann sein, dass sie dich als Erstes entdeckt hat. Ja, das heißt, wir müssen langsam mal einen Plan spielen, wie wir das heute Abend angehen. Am besten sollte ich vielleicht. Cedric, hast du noch dein Schwert mit Feuerschutz vielleicht? Ja. Vielleicht sollte ich das da heute Abend nehmen, um die zu töten. Weil mit meinem Diamantschwert werde ich nicht weit kommen. Hat jemand von euch noch Essen? Ja. Ja. Gut. Ich bräuchte mal was. Hier, bitteschön. Dankeschön. Das hat Anni aufgenommen. Anni nimmt mein Essen. Jetzt habe ich's. Dankeschön. So. Ja, am besten gehen wir mal heim und dann besprechen wir mal, wie wir das machen. Weil alleine, ich weiß nicht, wenn ich weiß, ich muss da zwar alleine rein, aber da alleine da. Er hat ja gesagt, in der kommenden Nacht, ne? Die ist ja jetzt. Die ist ja jetzt, das heißt, wir müssten jetzt mal schnell noch besprechen, wie wir das angehen. Also du wolltest mein Schwert nehmen. Genau, ich nehme dein Schwert. Ups. Die, ich gebe dir dafür aber trotzdem mein Schwert. Die Zuschauer, die können auch mal 5 Minuten länger eine Folge. Ja, obwohl das in der nächsten Folge. Ich gehe dann auf jeden Fall da hoch und ihr wartet am besten draußen, bewacht den Turm vielleicht. Das stimmt. Müssen dich ja auch irgendwie beschützen. Aber müssen schnell machen, Wir müssen schnell machen. Okay. Also, auf! Auf! Zu der Hexe, lasst genau. Sie uns töten! Bis zur nächsten Folge, Leute. Macht's gut und tschüss, sagt euer Enrico.